Hey Leute, willkommen zurück bei Jedi Survivor. Es geht direkt weiter, nachdem wir... Wegen des Nebels funktionieren unsere Sensoren nicht. Wenigstens bist du noch einsatzfähig. Korrekt, aber die Gefechtseffizienz ist entsprechend reduziert. Wenn wir angegriffen werden, gehst du in den Nahkampf. Diese Logik ist vernünftig. Ist das eine Romanze? Wollen wir die unterbrechen? Wartet, ich habe eine Idee. Wartet, lass mich das jetzt probieren. Hat das jetzt was gebracht? Wartet. Habe ich ihn erwischt? Ich glaube ja. Na, no, der ging daneben. Integrität gefährdet. Integrität gefährdet. Das finde ich doch supi. Das klingt sehr vernünftig. Oh. Eichen. Ah, das ist supi. Ah, das ist natürlich das um einiges dankbarer so. Das ist natürlich um einiges dankbarer. Wow, wartet. Wartet. Okay, hier können wir dann rüberrennen. Gleichzeitig ging es noch hoch. Was kommt zuerst? Okay, wir rennen erstmal rüber. Wir rennen jetzt erstmal rüber. Ich möchte erstmal das hier sehen. Meditationspunkt, den... Verdammt, den brauchen wir. Wartet. Wir gehen erstmal hier nach hinten. Denn hier wartet etwas auf uns. Dieses Terminal wird warten müssen. Nein, wird es nicht, mein Lieber. Wird es nicht. BD, kümmere dich darum. Exakt. Davon gibt es mehr als genug. Da gibt es einige auf Kobo. Strukturierte Gummis, na super. Also das mit den Materialien fühle ich eigentlich am wenigsten. Also so für die... So eben für BD und für das Schwert und all den Stuff. Oh shit. Da kehre ich... Da drehen wir wieder um. Wir gehen wieder in die andere Richtung. Okay, wartet. Ich konnte hier doch untersuchen. Ja. Das ist ziemlich viel Feuerkraft. Richtig, sehr viel Piu Piu. Sehr, sehr viel Piu Piu. Wenn ich jetzt hier meditiere dann, und hier zurück will, dann ist Robocop wieder da und Sturmtruppler wieder da und wir brauchen sie eigentlich noch nicht. Wir werden natürlich den Meditationspunkt nicht vernachlässigen, denn... Wartet. Oder komme ich hier gar nicht hoch? Komme ich hier gar nicht hoch? Ich dachte, ich käme hier hoch. Nein! Das war knapp. Okay, das war also wirklich nur, dass ich mich da hätte fallen lassen können. Das ist ja mal... Das ist ja mal shitty. Wartet, lass mich kurz auf die Karte sehen. Ja, aber es sieht echt so aus. Also es sieht nicht so aus, als wäre das relevant. Na gut, okay. Dann sorgen wir mal dafür, dass das Imperium an Feuerkraft verliert. Was Kell als einzelner Jedi alles hier anrichten kann, ist unglaublich. Imperialer Posten 734. Ich hab's nicht gelesen. Muss ich mich ausruhen? Eigentlich nicht. Gegner sind gerespawnt. Das ist doch klasse. Na gut, hier, das haben wir uns angesehen. Okay, BD, bist du ready? Ready, steady. Okay, mach. Kümmer dich um dieses Ding. Okay. Ich weiß zwar noch nicht, ob das... Versuchen wir es von einer erhöhten Position. Exakt. Hangarbot, Achtung! Alle magnetischen Verriegelungen sind aktiviert. Verbleibende Jäger sind gezählt. Truppler, du bist schwer dran. Das ist nicht meine Schuld. Ich fahre jetzt auf Patrouille. Warum hat deine Patrouille so lange gedauert? Bramlings? Einheimische Tiere. Kugeln mit Stacheln. Verstehe ich das richtig? Ein rollender Ball mit Stacheln hat dich aufgehalten. Und da war noch der Nebel. Für sowas habe ich keine Zeit. Bring deinen Blaster zur Inspektion. Oh, in Ordnung. Diese Pfeifen. Ah. Überbrückung der Andockklammern. Die Freigabesteuerung für angedockte imperiale Jäger wird von der Einsatzleitung bedient.
Sie kann jedoch auch über die manuelle Überbrückungskonsole neben dem Klammermechanismus erfolgen. Dafür sind spezifische Freigabecodes erforderlich. Die haben wir natürlich nicht. Okay, hier kommen wir dann weiter. Aber gleichzeitig würde ich gerne hier nach unten springen und kämpfen. Der sieht nämlich schon hoch. Er will es doch auch. Er will es doch auch. Ich weiß es doch. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ihr seid nicht ganz dicht. Was? Okay, soweit so gut. Und jetzt? Was soll ich hier? Warum soll ich das tun? So viele Fragen. Okay, wen haben wir hier alles noch? Das sind alles einfache Sturmtruppler. Das sind ja keine Gegner. Das sind ja keine Gegner. Oder übersehe ich hier was? Ah, wartet. Feind über uns! Habt ihr mich gesehen? Das ist ja mal nett. Bringt hier alles nichts, was? Komm her! Komm her! Waren das alles? Waren das alle? Ich sehe sie, BD! Oh, shit! Okay, das war nicht schlecht. Oh! Denkt an die Ausbildung, Männer! Ihr sollt an die Ausbildung denken. Au! Ja, na! Okay, ich bin raus. Ja, du bist raus. Und Fassbar, dass es so endet. Ist da jemand? Ganz egal wer. Du bist alleine, mein Freund. Du warst alleine, mein Freund. Oh, da kommen sie. Oh, shit. Das ist jetzt eher ungünstig. Oh, shit. Au. Shit. Komm her. Erst kümmere ich mich um dich. Das ist eigentlich strategisch nicht gerade intelligent. Aber naja. Komm her. Oh, shit. Seht ihr das? Im Kugelhagel. Oh. Ah. Shit. Komm her. Oh, shit. Das bist du. Das seid ihr. Also erstmal muss ich euch da runterbringen. Das ist ja... Ist das ein Scherz? Das war doch nicht dein Ernst. Könntest du aufhören damit? Ich erwisch dich schon. Siehst du das? Okay, nächste Welle. Oh shit, seht sie euch an hier. Sehen wir uns das mal an. Ich hab doch... Okay, das war... Exakt, nicht einschüchtern lassen, Männer. Komm her. Oh shit! Gleich zwei! Hör auf! Okay, einer weniger. Au. Okay. Hast du das? Das habe ich anders gesehen. Komm schon, nein, verdammt! Komm schon, kämpfe! Lass nicht nach! Ah, verdammt! Oh! Verdammt! Okay, ruhig. Was seid ihr eigentlich? Habe ich euch schon besiegt? Oh, shit. Seht euch das an. Oh, verdammt. Ihr seid ziemlich gut hier im Duo, wenn ich das so sagen darf. Ah, shit. Ah!
Ja, wirklich, ich seh's. Oh, shit. Wow. Hab dich gleich. Nein. Oh, shit. Komm her. Yes, okay. Was ist das wieder? Alter, wie die mich erwischen. Okay, jetzt ist fertig hier. Komm. Hab keine Zeit für solche Spielchen. Das war der letzte. Ach, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Oh mein Gott, BD. Siehst du das? Kannst du hier was scannen oder... Keine neuen Gegner dabei? Hatten wir die schon mal besiegt? Ich habe keine Erinnerung daran. Was jetzt noch fehlen würde, ist eine neunte Schwester oder sowas. Ein bisschen... Ja, versteht schon. Ein bisschen Gegner. Oh, shit. Oh, shit. Na gut, ich würde sagen, der Weg ist frei. Richtig? Oh, fuck. Hier oben. Kommen wir da noch hoch? Hab ich, wie konnte ich das übersehen? Ja, kommen wir hier überhaupt noch hoch? Ah, shit, das sieht nicht gut aus. Yes, okay, gut. So weit, so gut. Ja, okay. Okay, wir sind ein bisschen weiter. Und jetzt ist hier die Frage... Okay, wo war das? Wo ist die Truhe? Ihr seht sie hier oben. Aber ich wüsste nicht, wie wir da hinkommen sollten. Respektive, wo das hier sein müsste. Okay, wir sehen uns das nochmals an. Nee, das scheint... Die Frage ist, geht das runter oder geht das hoch? Hier, dieser Fahrstuhl. Weil je nachdem ist es von entscheidender Bedeutung. Okay, komm, lass uns wieder runtergehen. Wir haben ja jetzt gesehen, wir kämen wieder hoch, wenn es denn sein müsste. Okay, Dagon. Versteckst du dich hier? Nein, wahrscheinlich nicht, richtig. Ah, okay, der geht hoch. Da wollten wir, haben wir wieder zu weit gedacht. Das ist natürlich eins unserer großen Probleme, dass wir einfach zu smart sind. Oh, shit, wartet, okay. Warum kann ich das nicht? Ändern wir den Winkel. Wie meinst du, ändern wir den Winkel? Wie meinst du das, Kerl? Kannst du mir das erklären, wie du hier den Winkel ändern möchtest? Siehst du, das ist... Ich komme gleich zu dir, mein lieber Sturmtruppler. Wir können gleich ein Gespräch führen. Es scheint, das müssten wir ein Gespräch führen. Stehen bleiben. Ja. Ich lasse niemanden durch. Du bist so pflichtbewusst. Ich habe gesehen, was du mit den anderen gemacht hast, Jedi-Abschaum. Aber bei mir gelingt dir das nicht. Selbst deine Zauberei kommt nicht durch 15 cm imperiales Stahlglas. Ich habe andere 15 cm für dich. Die Funktionen zeigen an, dass wir völlig sicher sind, Sir. Oh, toll. Meine Analyse ergibt sogar, dass ein Eindringling es unmöglich bis hierher geschafft haben kann. Was? Er ist da drüben! Zweifellos eine fotorezeptive Fehlfunktion, Sir. Du verdammter Kurzschluss! Du wirst uns noch umbringen! Sir, haben Sie Wartungsbedarf? Ruf einfach Verstärkung! Wird gemacht, Sir. Okay, ich wollte den Dialog hören. Komm schon, wo bleibt die Verstärkung? Ich warte. Stehen bleiben. Ja. Ich lasse niemanden durch. Na, jetzt kommt wieder das Gleiche. Ich habe gesehen, was du mit den anderen gemacht hast. Du hast nichts gesehen und ich zeig dir jetzt, was meine 15 cm machen können. Komm schon. Gib mir die Möglichkeit. Ich werde dich gleich mit meinem Jedi... Du solltest die Tür öffnen. Exakt. Sollte was? Inspektion. Das ist eine Inspektion. Du hast Befehl, mich durchzulassen. Das ist eine Inspektion. Ich habe Befehl, Sie durchzulassen. Entschuldigen Sie die Verzögerung, Sir. Sie werden feststellen, dass alles nach Vorschrift ist. Hoffentlich. Danke.
Aber dennoch, hier, das könntest du... Kannst du das auch noch öffnen? Hier? Das hier? Verstehst? Oder was wäre die Idee? Was wäre die Idee? Und du bist ein Trottel. Geringe Willensstärke hält sie nicht davon ab, die Galaxis zu erobern. Naja, das ist richtig. Okay, wartet, aber die Truhe hier, die... Oh, shit. Die Truhe, die hier rumschwimmt. Sie ist irgendwo, ihr wisst es. Okay, wartet. Kommst du so... Oh, ne, warte. Kommst du so weit, mein Lieber? Ja, was passiert, wenn du da schießt? Ah! Nice, okay. War das gut? Das Problem ist, jetzt komme ich ja noch viel weniger zur Truhe. Bomber. Damit können sie den Außenposten komplett einebnen. Das wäre natürlich eine Schande, Kerl. Das wäre natürlich eine Schande. Aber das mit der Truhe ärgert mich jetzt. Ihr wisst, das sind Dinge, mit denen kann ich mich stundenlang beschäftigen. Können wir hier das nicht aufdrücken oder sowas? Naja, wir haben es versucht. Okay, und ihr zwei, komm her! Okay, ihr seid uns. Dann lebt eben weiter. Dann lebt eben weiter. Okay, weiter im Text. Und drüben. Was? Was piepst du hier rum? Warum rennst du hierher? BD1. Seltsam. Oder übersehe ich wieder was? Naja, okay, wir gehen weiter. Ecken! Hier ist nicht mehr lange verschlossen. Oh. Oh shit, das kennen wir doch. Das sind doch Dinge, die wir kennen. Abkürzung. Abkürzung nach wo? Wartet. Wartet! Oh, yes! Oh, das wär's gewesen. Yes, baby! Okay. Dann lauf. Das ist jetzt nicht gerade das, was uns am brennendsten interessiert. Gebe ich ja zu. Okay, haben wir sonst noch was, bevor wir uns da mit diesen, Kämpfern hier widmen. Seht ihn euch an, wie er mutig dasteht, ohne zu wissen, was ihn gleich erwarten wird. Was haben wir hier noch? Sieht alles sehr interessant aus. Der Jedi, mach dich bereit, Rick, der Türtechniker. Komm her, mein lieber Rick. Warst du Rick, der Türtechniker? Ja, Rick. So viel zu deinen Türentricks. Das war spektakulär. Ich bin sehr beeindruckt. Warum vibriert mein Controller? Wir gehen weiter. Rick, der Türtechniker. Was hättest du für Skills gehabt, mein Lieber? Was habe ich hier verpasst? Ricky McRick. Okay, ich spüre Endgegner-Vibes. Ihr wisst's, es wird gleich eskalieren. Okay, das ist hoch. Du sagst es. Ah, es geht noch höher. Holy moly. Okay. Gipfelkamm. Na, das nenne ich mal Endspurt. Nachdem wir den größten aller Bosse, Rick, den Türtechniker, besiegt haben. Wow! Da geht's tief runter, was? Ja, nicht nur das. Aber die Aussicht ist klasse. Na, du sagst es. Und da vorne, ich sehe ihn. Den lang ersehnten Meditationspunkt.
Gib Gas! Oh, shit. Okay, bitte, ich brauche nochmals deine Fernkampffertigkeiten. Yes, baby. Und da sind wir. Klasse, wir sind jetzt hier oben. Und alles, was wir hier haben, ist das hier. Und dieses scheiß rote Ballon-Dingens. Halten wir einen Moment an. Leute, wir haben es bis zum Gipfelkamm geschafft. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Und tschüss.